Im WM-Stadion Ramsau am Dachstein werden die Langlauf- und Schneeschuhbewerbe innerhalb der Weltwinterspiele ausgetragen. Mit den positiven Eigenschaften des Sports sollen Athleten, Familien und Helfer aus der ganzen Welt für die Idee von Special Olympics vereint werden. Bürgermeister Ernst Fischbacher freut sich über unvergessliche Erlebnisse und den reibungslosen Ablauf, der mit Unterstützung unzähliger Helfer realisiert werden kann. Über die Nacht ist wieder Schnee gekommen. Es hat zwar nicht geschneit, aber mit unseren hervorragenden Mitarbeitern, ob das Feuerwehr ist, WSV, Tourismusverband, ist wieder eine Spur hergerichtet worden, ein Parcours. Man sieht eigentlich nichts mehr, das gerenkt hat. Es ist wieder so, wie es vorher war. Das ist genau auch unsere Aufgabe und größten Respekt an unsere Mitarbeiter. Die haben die ganze Nacht gearbeitet, haben das wieder hergestellt, damit wir für unsere Sportler wieder alles bereit haben. Es ist einfach wunderbar. Es ist völlig wurscht, ob ein Bewerb oder eine Siegerehrung, wo wir heute erst starten damit, weil wir gestern eine Absage gehabt haben. Die sind ja noch viel emotioneller als wir die ganzen Bewerbe da. Es ist ihnen völlig egal, ob es regnet oder schneit, kalt oder warm ist. Die sind in ihrem Element, in ihrer Ehrlichkeit und so ist es einfach am schönsten. Ein Starter direkt aus der Region ist Andreas Kollmann aus Eichassach. Gestärkt durch seine Familie und den hochmotivierten Fanclub kann unser Speedy gewohnt großartige Leistungen abrufen. Einfach einmal eine Erleichterung, dass er das ohne Sturz super gemeistert hat. Und die Anspannung war schon sehr groß, weil er war halt echt relativ nervös oder zumindest recht angespannt vor dem Bewerb. Und ja, man sieht, er wirkt jetzt auch ganz gelöst und Gott sei Dank haben wir es sturzfrei und super umgebracht. Ich bin natürlich voll, voll stolz auf meinen Buben. Niemand kann sich dem positiven Impuls entziehen und jeder ist mit Freude bei den Bewerben dabei, so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming, Hans-Jörg Stocker. Ja, es ist einfach traumhaft dabei zu sein und wenn man die ganze Kulisse ausschaut, die Zuschauer, eine super, super Stimmung und auch die Verantwortlichen von dem Wintersportverein, trotz Wetterkapriolen, was die zustande gebracht haben, es ist einfach wunderschön dabei zu sein und wir dürfen stolz sein, dass das in unserer Region abläuft, auch die ganzen Funktionäre aus Amerika, es ist alles lovely. Es ist einfach ein Traum und ich bin sehr stolz, auch mit dabei zu sein und das Ganze ein bisschen zu beobachten. Wunderschön und ein Traum einfach. Special Olympics wirkt für den sportlichen Moment, ist aber zugleich ein Training for Life, die Erschließung einer neuen sportlichen Dimension, wo Leistungen und sportliche Ziele unabhängig von Fähigkeiten und Fertigkeiten individuell definiert sind.